Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News. Heute aber mit einem Interview mit Mosquito Pay. Deswegen zoomen wir gleich rein. Ich kann den Yücel begrüßen. Er ist quasi der Kopf dahinter. Und los geht's. Yücel, erzähl was über dich und über Mosquito Pay. Hallo Alexander, danke für die Einladung zuallererst. Freut mich, dass ich unser Projekt Mosquito Pay präsentieren darf. Mosquito Pay ist die Zukunft des Bezahlens. Wir bieten eine ultra kosteneffiziente Lösung für jedes Unternehmen an. Wir ermöglichen es, Kryptogelder hochautomatisiert zu akzeptieren und gleichzeitig die Kosten zu senken. Von Parkhäusern bis hin zu Webshops. Wir sind überall dort vertreten, wo bezahlt wird und wo eben das implementiert wird. Unsere Lösung ist einfach zu bedienen und kann via QR-Code über jedes Smartphone genutzt werden. Wir kümmern uns um alle steuerlichen und rechtlichen Aspekte, sodass der Betreiber sich ganz auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann. Das heißt, Win-Win für alle Teilnehmer. Und das ist unser Konzept. Klingt sehr, sehr interessant. Hoffentlich wirst du uns mehr was dazu erzählen. Kannst du genau ins Detail gehen, wie das Ganze funktionieren wird von Mosquito Pay? Gerne. Gerne auch anhand eines aktuellen Beispiels. Wir implementieren aktuell Mosquito Pay in Webshops, konkret in Shopify Webshops, danach WooCommerce Webshops von WordPress, right? Und dort wird es so ablaufen, dass man eben die Ware, die man kaufen will, in den Warenkorb legt und dann wie bei aktuellen Bezahlservices zur Kasse geht und dann die Bezahlmethode aussucht. Im optimalen Fall wird Mosquito Pay an erster Stelle stehen. Man wählt, okay, ich will jetzt über Mosquito Pay bezahlen. Und ja. Aktuell gibt es die Bezahlmöglichkeit nur mit IOTAs. Es wird ein Link aufkommen, wo man eben draufklickt. Die Firefly Wallet, die wird automatisch aufpoppen, sobald diese installiert ist. Man loggt sich in der Firefly Wallet ein mit einem gewohnten Passwort. Es werden alle Beträge und Informationen eingefügt. Man braucht nur noch den Betrag zum Gegenkontrollieren und dann versenden. Und dann wird man redirected auf die Webshop-Seite und das Payment ist erledigt. Also schnell und einfach quasi. Schnell und einfach, definitiv. Genau. Gleich eine Frage. Wird diese Funktion für die WordPress-Seite oder halt für Shopify kostenfrei sein oder ist es mit monatlichen Abo-Gebühren verbunden? Wie kann sich ein Shop-Leister das so vorstellen? Richtig. Wir sind natürlich keine Wohltätigkeitsgesellschaft, weil wir viel Zeit investieren. Gleichzeitig verfolgen wir auch die Vision von IOTA, dass wir möglichst kostenfrei, also sehr kostengünstig sein wollen. Deswegen setzen wir unser Kostenziel mit 1% an. Also es gelten immer nur 1%, egal ob man 1 Euro oder 100 Euro überweist. Es sind keine fixierten Gebühren dabei von 30 Cent Minimum. Ja. Und zum monatlichen, das gibt es auch, dass man etwa 60 Euro monatlich Grundgebühr bezahlt. Das haben wir aktuell nicht vor. Das kann ich aber nicht ausschließen. Also für den jetzigen Stand erstmal keine monatlichen Grundgebühren, sondern nur eine Transaktionsgebühr. Richtig. Und 1%. Auch die nächsten Monate wird es monatlich kostenlos sein. Aber wir müssen schauen, wie kostenintensiv die Serverkosten etc. sein werden. Ja. Alles klar. Und ist das jetzt, wo du hast erzählt, das ist jetzt nur für IOTA, wird das auch für Shimmer und Assembly irgendwann in der näheren Zukunft funktionieren oder schließt ihr das aus? Wir schließen das nicht aus. Das wird es auch für die Shimmer-Tokens geben, Assembly-Tokens auch. Die konkrete Anfrage aktuell ist sogar, dass wir es für native Token auf dem Shimmer-Testnet anbieten. Das heißt, einer hat seine nativen Tokens gemintet. Und will damit Bezahlungen empfangen. Und das ist dann auch ein Schritt neben Shimmer-Implementierung. Alles klar. Gut. Yücel, kannst du was zur Entstehungsgeschichte sagen? Wie seid ihr dazu gekommen, den Mosquito Pay zu gründen, zu programmieren? Wieso, weshalb, warum? Gerne. Das Ganze hat vor 4,5 Jahren begonnen, alleine. Dann kam der zweite hinzu als Elektrotechnik-Ingenieur.
Dann kam der dritte als Programmierer, dann kam ein IT-Experte dazu, dann kam noch ein Programmierer hinzu, dann kam noch ein Accounting-Experte, weil alle fanden das Projekt spannend. Zwischenzeitlich haben wir einen, der als Unternehmensberater mit dabei ist, aber regelmäßig sich updatet und Feedback gibt. Und aktuell sind wir 6 bis 7 Leute und stehen jetzt nach 4,5 Jahren mit einer Community da, die unser Projekt auch toll findet und wir dadurch motiviert werden, noch weiter voranzuschreiten. Ja, cool. Ihr seid jetzt quasi 5, habe ich das richtig gezählt? 5 bis 7, weil der Unternehmensberater, der Accounting-Mann, ja. Dann gibt es noch meinen Steuerberater, der macht ja. Da auch sehr gern mit, aber den zähle ich gar nicht so richtig dazu, weil der nicht offiziell dabei ist. Also 5 bis 7, je nachdem, wie stark die Leute sich implementieren. Und dann bestimmt deutschlandweit oder weltweit agierend? Weltweit agierend. Wir sind von Kempten bis München, Istanbul, Kemp? Jakarta. Ja. Der neueste Zugang ist aus Thailand. Pattaya, der wohnt in Pattaya. Mhm. Wir sind weltweit aufgestellt und wollen erstmal in Deutschland beginnen mit der deutschen Rechtslage, mit der deutschen steuerlichen Rechtslage und auch die allgemeine Rechtslage. Wollen wir erstmal in Deutschland Sachen wie DID, SSI lösen. Da sind wir auch schon lange, lange dahinter, haben auch gute, gute Ansätze. Und wenn man eben in andere Länder übergeht, dass man es woanders anbieten, dann wird es in afrikanischen Ländern vermutlich einfacher, weil dort weniger strenge Regularien sind. Mhm. Aber erstmal wollen wir in Deutschland beginnen, aber wir entwickeln aus der ganzen Welt heraus. Alles klar. Und wie sieht die Zukunft dann von Mosquito Pay aus? Weltweit agierende, alles mögliche Bezahlmöglichkeiten, sei wie PayPal oder? Genau, das ist dann relativ easy. Ich bin der Meinung, solange man die deutschen Behörden einmal überzeugt hat, dass man legal arbeitet in allerlei Hinsicht, ist es vermutlich mit anderen Ämtern mindestens also abgedeckt. Ja, man muss natürlich Anpassungen treffen. Und dann sind wir aber skalierbar. Dann sind wir im Webshop in einer Türkei oder in einem Mexiko problemlos implementierbar. Mhm. Die AGBs etc. müssen natürlich angepasst werden, aber skalierbar ohne Ende. Also stark skalierbar. Sehr gut. Und gibt es da eigentlich mehr Anwendungsfelder, die ihr euch vorstellt, außer Webshops jetzt, wo man es noch einsetzen könnte oder wollt? Richtig. Unser Endziel ist wirklich die Implementierung in der realen Welt. Das heißt im Parkhaus, in der Autowaschanlage. Im besten Fall am Kartenlesegerät im Supermarkt, wo man neben Karten auch mit Mosquito Pay über Krypto bezahlen kann. Das ist das Nonplusultra. Das ist auch unser langfristiges Ziel. Nur wir beginnen jetzt im Webshop. Mhm. Weil wenn das erstmal erledigt ist und wenn hier nach einem Hackathon die Bugs weg sind, kann man mit weniger Stolpersteinen ins Parkhaus übergehen. Habt ihr da eventuell schon einen Auditor gefunden? Eventuell Audit One, den gefühlt ja alle benutzen im IOTA-Bereich. Ich habe bei der Crypto Summit in Zürich einen Auditor getroffen, der auditet Code. Also, ja. Und dann sind wir sogar TÜV zertifiziert. Es gibt einen deutschen TÜV, der Code zertifiziert. Auf Skalierbarkeit, auf Hackerproof, auf diverse Faktoren. Und auf den werden wir früher später zugegangen. Aber ja, ist geplant, ja. Ja, sehr cool, sehr cool. Mhm. Und gibt es jetzt schon eventuelle Partner, wo die bestätigt sind oder die jetzt schon sagen, wir werden definitiv auf euch bauen, wenn ihr das raus, wenn es quasi öffentlich geht? Ja. Unser erster und unser engster Partner ist Tegel Swap. Mhm. Mit ihnen wollen wir in Zukunft auch andere Coins neben IOTA, Shimmer, Assembly und nativen Coins anbieten, wie jetzt ein Stablecoin, wie jetzt ein Bitcoin, wie ein Ethereum. Mhm. Die werden dann im Hintergrund swappen auf gewünschte Coins. Dann sind wir partnert mit
Tangled Pay, weil die entwickeln neben der Firefly Wallet auch das Tangled Pay, die Tangled Pay App, womit Nutzer das die Myotas senden können. Und unser Part ist ja die Myotas zum Empfangen. Ja, und also das automatisierte Empfangen mit Bestätigungs-E-Mail, mit Bestätigung an den Webshop-Owner und an den Bezahler, mit Regularien, SSID, ID, Taxing, ja. Mit also Tangled Swap sind wir gepartnert, mit Tangled Pay sind wir gepartnert. Wir sind Mitglied vom IOTA Touchpoint Programm, wo viele Projekte wie uns zusammengeführt werden, um Synergien aufzubauen, wo die IOTA Foundation Programmierer mit uns in Kontakt gebracht werden, falls nötig. Ja, also da als Hilfeleistung quasi. Als wahnsinnig gute Hilfeleistung. Der größte Part bleibt aber dennoch bei uns. Es ist eine gute Hilfeleistung. Ja. Und dann gibt es natürlich dort auch Investoren, wobei die Sache mit Investoren ist ein kritisches Thema, weil aktuell Dump-Phase ist und natürlich jeder Investor zurückgezogen lebt und bleibt. Und wir suchen aktuell nicht nach einem Investor. Wir sind aktuell wirklich auf Bootstrapping selber entwickelnd unterwegs. Ja. Haben sogar einen kleinen Investor mit aufgenommen, der uns mit kleinen monetären Mitteln unterstützt, monatlich. Von dem her geht es uns in der Hinsicht, Gott sei Dank, gut. Gut. Ist was für die Community geplant, irgend sowas wie NFTs oder irgendwelche Vorteile, wenn man das sowas hat? Ist geplant, nur wann ist der Launch, das ist noch offen. Das lassen wir bewusst offen. Weil ein ICO machen wir erst dann, wenn wir wirklich größere monetäre Mittel als Support brauchen. Und NFTs, die NFTs sind auch eine Option, wobei die auch die NFTs eine Funktion haben dürfen. Heißt in Form eines Vouchers, also eines Gutscheins. Ja. Muss nicht immer unbedingt als Bild verkauft werden oder gehandelt werden. Es kann auch als Briefmarke gehandelt werden. Das ist ja sehr interessant. Eine europäische Post, ich sage jetzt nicht welche, überlegt, die Briefmarken als NFTs rauszugeben. Sehr interessant. Und ähnlich kann es bei Mosquito Pay laufen als Gutschein. Ja. Als Cashback. Warum nicht? Ja. Nur, das sind Schritte in der Zukunft. Die sind jetzt aktuell noch nicht auf der Roadmap. Alles klar. Und warum habt ihr euch für IOTA entschieden? Ich meine, es gibt ja Haufen andere Krypto-Projekte, Bitcoin, Ethereum oder andere kostengünstigere Methoden. Warum IOTA? Wir haben viel recherchiert. IOTA war damals vor 3,5 Jahren, als wir uns wirklich festgelegt haben auf IOTA, einfach der kostengünstigste, weil es einfach kostenfrei ist. Ethereum hatte damals oder kurz danach die Probleme, dass eine Transaktion bei $40 lag. das war halt heftig. Da gab es andere günstigere Blockchains, die waren nicht so skalierbar wie IOTA. Wahrscheinlich war es 50% Bauchentscheidung und 50% auf rationalen Argumenten. Ja, das heißt, du bist auch selbst investiert in IOTA? Definitiv, seit 2017. Viel zu hoch eingestiegen. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich glaube, das sind so viele von uns. Durch den monatlichen Sparplan ist es ja wieder okay. Genau, ich wollte sagen, wenn man jetzt nochmal nachkauft, dann ist ja alles okay. Ja. Alles klar. Auch das Touchpoint-Programm angesprochen von IOTA. Seit wann seid ihr da schon Mitglied, Partner? Seit 9 Monaten sind wir da Mitglied. Es ist keine Partnerschaft, es ist eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft? Das hat man, wie es schon welche in der Vergangenheit angemerkt haben, das hat man jetzt nicht officially announced, also offiziell. Ja. Aber das habe ich auch angemerkt, das wird demnächst gemacht. Schön. Es lag auch daran, dass wir wirklich early seed waren vor 9 Monaten. Wir hatten unser erstes Point of Sale, selber gebautes Point of Sale mit Steckdose und Energiefreischaltung und E-Paper-Display hatten wir damals gepitcht bei Touchpoint, wurden aufgenommen, weil wir als hoffentlich als kompetente Entwickler wahrgenommen wurden. Ja. Aber wir waren immer noch sehr early stage. Vermutlich, und wir hatten wirklich kein MVP, was am Markt schon platziert war. Vermutlich war das der Grund, die Füße stillzuhalten. Aber
Ich habe mittlerweile confirmed bekommen, dass so ein Pitch, so ein Announcement durchaus heute möglich ist. Und wir warten den richtigen Zeitpunkt noch ab, wenn wir unter Shopify vielleicht launchen. Mit heute meinst du heute oder heute im Sinne von jetziger Zeit? Jetziger Zeit. Ah, okay. Ich dachte so. Ja, ja. Quasi vor Announcen schon. Nee. Gut, dann sind wir gespannt, was dann rauskommt, weil das ist echt cool. Gab noch nicht so viele von der Community wissen vielleicht noch von Mosquito Pay. Seid vielleicht noch solche Hidden Champions irgendwo. Hoffentlich. Hoffentlich bekommen noch mehr Leute mit. Wir haben ja mittlerweile 460 Follower auf Twitter. Hoffentlich werden es einmal 4600, natürlich. Ich will appellieren, in dem Zusammenhang, das will ich jetzt auch wieder nutzen, wir haben eine Spendenkampagne für die Erdbebenopfer in der Türkei am Laufen. Ja. Dort fehlen noch wenige Miotas und jeder einzelne Miota, wirklich Mikroüberweisungen, Mikrospenden sind bei uns möglich, weil ja einfach keine Kosten abgezogen werden. Ja. Wir werden später in der Türkei auf ein Ethereum-Spendenkonto überweisen und die Überweisung auch publishen. Mit Videoaufnahme. Da würde ich gerne noch kurz dafür werben, dass die letzten Miotas. Ja, sehr gern. Ja. In dem Zuge würde ich dann, glaube ich, wir haben ja noch, also meine NFTs sind, glaube ich, ausverkauft. Was heißt, glaube ich, sie sind ausverkauft, aber von IOTA Nerds sind, glaube ich, noch ziemlich viele NFTs übrig. Und dann könnte ich fast das genauso das gleiche wie. Timson Labs machen, einfach die nächsten, ich weiß ja nicht, wie viel euch fehlen, aber die nächsten 10 würde ich doch einfach auch wegspenden quasi an euch. Ich weiß gar nicht, wie viel dann rauskommt, aber es sind noch etwa 70 Euro, die fehlen auf die 500 Euro. Ja. Das wäre natürlich klasse. Das wäre klasse. Ja, dann machen wir das doch so. Ui, das hat sich doch gelohnt. Super. Ja, sehr gern. Sehr gern. Also, könnt jetzt gerne auch die Links unten auschecken und dann werden die 10 dann ausgelost und wird mir noch einen guten Zweck machen. Hütchen, ja, ist noch diese API, die ihr habt, jetzt habe ich noch meine ein paar Fragen. Moment. Genau, ist die API offen für alle oder wollt ihr das Ganze unter Verschluss halten? Wie handhabt ihr da das Ganze? Wir wollen die API nicht als Open Source auf GitHub veröffentlichen. Wir wollen das zwar unter Verschluss halten, aber eben zu ultra kostengünstigen Konditionen rausgeben. Wie wird das genau ablaufen? Der Stand heute ist, der Alexander hat einen Webshop. Er geht auf mosquitopay.io, registriert sich dort in Zukunft und gibt dort seine Wallet-Adresse ein. Dann bekommt er schon die API zugesandt. Ja, das heißt, wenn der Kunde auf Alexander seinem Webshop irgendetwas kauft, dann schickt er die Miotas direkt auf Alexanders Wallet-Adresse, ohne Umwege über eine Mosquito Pay Wallet-Adresse. Hm. Das heißt, die API ist zwar nicht öffentlich, aber sie ist schnell zugänglich über eine kurze Registrierung und auch schnell zu implementieren. Okay. Bei Shopify, weil ist das eben eine App oder eben ein Plugin? Da läuft es über Shopify, über WooCommerce, über diese Registrierung. Aber wie es im Detail ausschaut, gib uns ein paar Wochen Zeit, dann kristallisiert sich das Ganze heraus. Ja. Aber nein, sie ist nicht öffentlich zugänglich und kein Open Source. Das war die Frage. Ja, genau. Gut. Nee, ist ja in Ordnung, weil ich meine, ihr leistet ja quasi Pionierarbeit dann bestimmt in dem Sinn. Das muss ja nicht jeder kopieren. Das verstehe ich vollkommen. Muss ja nicht sein. Nein, das muss nicht sein. Richtig, wir investieren viel Zeit. Apropos in Zukunft, wenn wir auf Shimmer entwickeln, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann gibt es nämlich Smart Contracts. Ja. Dann, man wird sehen, wie sich's entwickelt. Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man einen Smart Contract aufsetzt, als Eingangsvariable Alexander seine Wallet-Adresse eingibt. Und dann ist dieser Code in diesem Smart Contract öffentlich. Der ist dann öffentlich, weil alles, was das ist ja öffentlich, was auf der Blockchain liegt. Ja. Und dann wäre ein Teil unseres Codes öffentlich. Ja. Von dem her,
Aber wie sich das genau entwickeln wird mit den deutschen Regularien etc. pp., das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, ist ja noch Zeit. Ja, Yücel, vielen Dank. Sehr, sehr spannendes Projekt. Danke für deine Zeit, für deine Antworten, dass du hier Frage und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, dass viel noch passieren wird bei euch. Drück euch die Daumen, dass da noch sehr viel kommen wird. Freue mich schon auf den Blogbeitrag für den Touchpoint-Programm. Ja, hast du noch letzte Worte? Ich bedanke mich fürs eingeladen worden sein. Ich bedanke mich für die Minuten, die ihr zuhört, liebe Community. Und dann wünsche ich eine angenehme Arbeitswoche. Vielen Dank. Das Gleiche. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.